Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und heute nehme ich euch mit auf eine Reise durch die Vergangenheit, denn wir schauen uns heute Olympic City aus Need for Speed Underground 1 an, so wie ihr sie vielleicht noch nie gesehen habt. Ich hatte ja schon mal ein Video damals dazu gemacht, in meinem Konzept zumindest war die ganze Map abgebildet. Man sieht halt wirklich, wie verknüpft teilweise die ganzen Straßen sind und ich bin heute mit euch mal hier unterwegs und schaue mich einfach mal um. Und ja, quasi eine Reise, wie gesagt, durch die Vergangenheit. Ne, wir sehen, wie die Strecken alle verknüpft sind und so weiter. Und ja, wie gesagt, Underground sollte ja ursprünglich auch einen freien Modus haben. Ne, die sollte auch Open World sein, die ganze Map. Aber aus Zeitgründen ist daraus nichts geworden. Diese ganzen Features haben wir halt erst in Underground 2 bekommen. Aber plappern wir nicht lange drum herum. Machen wir uns auf und schauen uns mal unsere Stadt aus der Kindheit genauer an. So, und da sind wir auch in der freien Fahrt sozusagen in Underground 1. Ja, ganz ungewohnte Sache. Wir fangen jetzt hier an, zum Beispiel, man kennt den Bereich. Ne? Hier hat man zum Beispiel drin gegen Melissa gefahren. Wenn wir hier rechts fahren, haben wir zum Beispiel die Bahn. Ne? So, hier, da erinnert sich vielleicht der eine oder andere, pim, da hat sie mal geknallt. Und dann ist sie hier abgebogen, die Bahn. Ja, hier ist aber im Grunde nichts. Hier haben wir halt so Seitenstraßen und so weiter. Und hier wird die Bahn dann wahrscheinlich respawnen. Ich guck mal, ob ich hier gerade ein bisschen Unsinn machen kann und mich hier durchquetschen lassen kann. Oh ja, gut. Die despawnen dann hier einfach die Bahn, aber wie ihr seht, nichts wirklich fertig. Auf der Seite ist ja dasselbe Spiel. Einfach nur Seitenstraße. Und ja, wenn wir hier durchfahren, wie gesagt, die ist mal da drin gegen Melissa zum Beispiel gefahren. Da kommt schon. Aua, ja, die nächste Bahn. Ah! Ja, die kommt hier von links, aber da ist halt auch nichts Besonderes. Die spawnt hier einfach und geht dann ihren Weg. Ja, hier lang kennt jeder vielleicht den Bereich. Hier haben wir eine Straße, da kommen wir jetzt nicht durch. Auch interessant. Die ist halt trotzdem abgesperrt. Weil nie geplant war wohl, dass man da durchkommt. Ja, hier haben wir diesen kleinen Park, so auf chinesisch-japanisch angelehnt irgendwie. Kennen sicher viele aus einigen Rennen, wie gesagt, am Ende gegen Melissa oder Kurt's Killer Ride ging hier auch entlang, aber aus der anderen Richtung. Hier ist auch eine Straße, kommen wir leider nicht rein, bringt nichts, aber da kommen wir wahrscheinlich eh nur oben an der Absperrung raus, die wir vorhin gesehen haben. Auch hier vorne einfach nur eine Sackgasse. Ja, hier haben wir auch sehr viele Seitenstraßen halt, aber wie gesagt, die ist auch nichts fertiggestellt, hier sind nur diese Wege quasi schon ein bisschen eingezeichnet, mehr oder weniger. Da drüben war das selber, da war irgendwie so ein Bahnhof oder so. Auch hier die Abkürzung war immer so eine fragwürdige Abkürzung. Auch hier hat es oft geknallt mit Autos, die hier random einfach rauskamen. Die waren da irgendwie mehr oder weniger geskriptet, dass sie da immer wieder aus der Straße hier kamen, wenn man hier vorbeigefahren ist. Hat oft geknallt hier. Und dann haben wir hier zum Beispiel so eine Stelle. Wusste ich damals gar nicht. Hier kannst du auch einfach durchfahren. Da steht hier auch so ein ganz witziger LKW mit Dub und TIS-Logos. Kennt man aus Midnight Club 3. Ganz lustig eigentlich. Ja, da vorne rechts geht es auch wieder. Da ist auch wieder diese Chinatown-Straße. Hier ist der City Plaza. Da fahren wir da gleich nochmal lang. Und ja, wenn wir hier hochfahren, wird es ganz interessant gleich. Aber erstmal zeige ich euch hier oben. Wissen die meisten wahrscheinlich noch, ist halt die Brücke. Ne, hier diese Brücke, über die man rüberspringen kann. Und da kommen wir auch fast schon wieder da raus, wo wir gerade gestartet sind. Was jetzt natürlich sehr interessant ist, wenn wir in die Seitengassen fahren, hier ist natürlich nicht viel. Ne? Die sind, wie gesagt, auch nur so Straßen. Auch hier nichts Besonderes. Aber uchala. Ein kleines Geheimnis hat der Ort hier schon. Ja, hier links sieht das genauso aus, aber wenn wir hier rechts fahren, da geht der Weg auf einmal etwas länger. Und sieh mal an, wo wir jetzt hier sind. Das kanntet ihr wahrscheinlich noch nicht. Da haben wir auch so Teile von dem Industriegebiet oder was. Guck mal, hier geht das entlang. Aber ziemlich weit kann man hier erfahren. Ist alles voller Container und so weiter. Ja. Einer der größten Indikatoren dafür, dass die Map halt größer sein sollte als geplant, beziehungsweise als am Ende, ne, was da rausgekommen ist. Wie gesagt, die hatten halt wahrscheinlich keine Zeit mehr.
Aber ja, hier erkennt man auf jeden Fall eine Menge Muster. Und ja, hier oben ist auch dann End of the Line. Können jetzt zwar in die Container reinfahren, aber da ist halt auch nichts hinter. Ja, und ganz witzig ist, dass das hier die Dings ist. Wenn wir hier hochfahren zum Beispiel, kennen einige, kommt diese eine Brücke. Und wenn wir hier rausfahren, ist da wieder die andere Brücke, wo wir vorhin rübergejumpt werden fast. Hier haben wir die Tankstelle. Wenn wir hier rechts fahren, sind wir wieder am Startpunkt von vorhin. Hier haben wir auch einfach nur eine Sackgasse. Haben wir hier. Irfi, okay. Oh, was ist das denn hier? Aber hier geht es theoretisch auch weiter lang. Hier geht es so runter. Da war wahrscheinlich mal eine Unterführung oder so geplant. Aber ja, ist halt nichts draus geworden. Wenn wir hier nach rechts fahren, kommen wir zur Neonstraße. Da kommen wir aber gleich noch vorbei. Die kennen sich ja viele. Also wirklich ein. Wirklich, ja, das ist wirklich ein Ort, an dem man sich schnell erinnert. Diese ganzen Neonschilder und so weiter. Aber wir fahren erstmal noch die Gasse runter, die ja viele von uns kennen. Ist halt ganz witzig, dass die da auch eine Verbindung zu dieser Chinatown-Straße hat. Was noch witzig ist, müsste gleich hier irgendwo kommen. Aha, genau, hier haben wir auch eine Straße. In der Richtung, ja, da kommen wir einfach wieder da, wo wir gerade lang gefahren sind, raus. Ne, wo das nicht fertiggestellt ist. Und auf der anderen Seite geht es auch wieder so abwärts. Und schwupps, hier wieder die Straße. Die Chinatown-Straße. Geile Sache eigentlich. Wurde offiziell nie genutzt für eine Rennstrecke hier, dieser Weg. Aber ja, interessant, ne? Und dann haben wir hier auch noch mehr Seitengassen und so weiter. Also wirklich, hier wurde schon viel gebracht. Aber ja, die Zeit hat wohl einfach nicht gereicht am Ende. Ja, hier glitscht auch ein bisschen die Grafik darum. Dann müsste hier gleich eigentlich noch eine Seitenstraße kommen. Genau. Wenn wir hier rechts fahren, auch wieder die Verbindung. Ja, die sollte wahrscheinlich auch da weitergehen, da hinten, wo sie aufhört. Und da haben wir einfach einen Tunnel. Auch cool, ne? Ja, und wenn wir den entlang fahren, kommen wir auch wieder hier raus. Und da haben wir auch wieder die City Plaza, ne, wo wir vorhin schon waren. Eine nette Verbindung, die man so sonst nie bemerkt hat. Ja, hier geht es dann zu diesem Autobahnstück. Hier rechts ist ja die Einfahrt mehr oder weniger. Hier ist halt die Gasse, wo wir dann reingefahren sind oder rausgekommen sind, je nachdem. Und hier haben wir dann die Straße mit diesen ganzen Pfosten und so in der Mitte immer schön ausweichen. So, man kennt es, hier teilt sich das auf. Hier war auch immer schön die Rubberband-KI aktiv. Oh, eigentlich ziemlich geile Strecke. Und dann haben wir natürlich noch was Interessantes hier. Das kommt gleich. Hier geht's runter, aber leider nicht für uns. Ist irgendwie trotzdem abgesperrt, aber hier links können wir runter. Machen wir gleich. Denn wenn wir hier rausfahren, dann wissen wir, kommen wir bei der Neonstraße an. Ja. Einer der Orte, an den man sich immer gut erinnert. Der ist auch links und rechts so ausgebaut, mehr oder weniger. Hier geht es auch auf und ab, aber wurde halt auch nicht fertiggestellt. Und drüben auf der anderen Seite sieht es halt genauso aus. Ja, und hier oben haben wir dann halt wieder die Abzweigung, da die Tankstelle und so weiter. Da vorne ist wieder unser Startpunkt. So, fahren wir nochmal runter hier. Wenn wir rechts fahren, kommen wir auch zum Baustellenbereich und so weiter. Zeige ich euch aber nachher. Wir fahren jetzt erstmal die Ausfahrt da runter. Interessiert bestimmt einige. Da konnte man ja damals nicht wirklich runter. Aber wenn wir da lang fahren, fällt das uns doch wieder ein. Ja, hier war auch eine Rennstrecke. Dann kommen wir hier zu dem Tunnel. Den kennen sich ja auch noch einige. Und dann haben wir hier das große Gefängnis von der Olympic City. Ne? Hier können wir zum Beispiel nicht rein. Do not pass. Men's Maximum Security Prison. Ganz interessante Nummer hier. Auch hier ein richtig fettes Tor. Sieht schon sehr wild aus. Und Governor M. Wild.
Governor Mercer oder was? Ja, hier rechts geht es auch wieder hoch zur Industrie. Und hier links haben wir die Stelfords East Station. Ein stillgelegter U-Bahn. Schacht hier oder was? Wenn wir hier gucken, da ist alles verschüttet. Da geht es nicht lang. Was ist denn da im Hintergrund? Naja, keine Ahnung. Ja, komisch aus. Ja, es war immer so eine Sache, ne, ob man hier lang fährt oder nicht. War immer sehr risikoreich hier oben lang. Aber hier sind auch schöne Pfützen hier. Alles voller Wasser. Einer der wenigen Orte, wo wir diesen Wassereffekt überhaupt haben. Ne, ist auch mal lustig zu sehen. Sieht teilweise besser aus als in manch modernen Spiel. Schon sehr interessant. Wenn das kein Like und kein Abo wert ist, weiß ich auch nicht. Also echt. Ja. Huch, dann kommen wir hier raus. So. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine ganze Menge. Da hinten ist gar nichts. Da vorne haben wir auch nichts Besonderes. Wurde halt auch nicht fertiggestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier irgendwie so ein großes Industriegebiet hätte werden sollen. Wo man rumdriften konnte und so weiter. So. Jetzt haben wir hier auch wieder eine Abzweigung. Das ist wirklich zu langsam kompliziert, weil man ist halt gar nicht gewohnt, hier so frei rumzufahren. Aber naja, die langgezogene Kurve hier. Und hier haben wir dieses verschnörkelte, merkwürdige Industriegebiet. Kennt sicher jeder noch. Hier zum Beispiel da drin mit Eddie angefangen. Also ganz wild hier. Also hier sind überall irgendwelche Seitenstraßen und so weiter. Überall geht es hier lang. Hier, wie gesagt, haben wir diesen Spot. Und ja, da hat das Rennen mit Eddie angefangen. Und hier haben wir auch solche Bereiche, wo man eigentlich so wirklich nie lang gefahren ist. Ne, guckt euch das mal an. Ich krieg gerade einen trockenen Hals. So, hier sind wir wieder. Aha. Ja, hier die ganzen Kurven. Hier war wirklich gar nichts. Auch hier die Brücke. Das sind alles so Orte, die man nie so wirklich gefahren hat. Ziemlich interessant, finde ich. Hier, da hört auch einfach alles auf hier. In diesem komischen Industriegebiet. Hier wieder so eine Seitenstraße. Ja, das ist schon eine ganz geile Sache hier. Hier sind wirklich so einige Wege. Und ja, hier hat, wie gesagt, ich glaube mit Samantha hatte man hier da drin oder war das gegen TJ mit Eddie und alles. Ja, also einer der selteneren Orte eigentlich. Aber gut, so. Fahren wir mal die eine Abzweigung, die wir da vorhin gesehen haben. Das hier war auch die Kurve, wo immer die Bots gerne mal ausgerastet sind und auf einmal mit Topspeed durchgeballert sind. Dann können wir hier natürlich noch rechts. Und hier geht's einfach wieder dahin, wo wir vorhin den Tunnel betreten haben. Ne? Hier ist wieder das Gefängnis. So, ja, wie gesagt, hier kam man vorhin raus aus dem Tunnel. So, hier geht es jetzt runter Richtung Schrottplatz. Hier haben wir auch nochmal Seitenstraßen, aber hier ist, wie gesagt, auch nichts Besonderes. Ne? Auch nur große Flächen. Wie gesagt, hätte wahrscheinlich auch Teil eines Industriegebiets oder so sein können. Zum Driften und so weiter. Da war kurz ein Grafikfehler. Da hinten sieht es genauso aus. Ja, da geht's runter zum Abwasserkanal. Da fahren wir gleich mal rein. Und hier kommt halt, wie gesagt, der Schrottplatz. Ja, den kennen sicher auch noch einige. Ging auch einige Rennen sind hier entlang gegangen. Ja, wenn wir hier lang fahren, dann haben wir da wieder die Autobahn und hier wieder die Neonstraße. Und in der Richtung hier kennt auch sicher jeder noch. Ist auch diese Baustelle mehr oder weniger. Die ist man gerne durchgefahren damals. War allerdings tatsächlich schneller links da rumzufahren. Also hier außen rum. Wo man hier halt keine Geschwindigkeit verloren hat, ne? Ja, und wenn wir da oben lang fahren, kommen wir in der im großen, komplexen Teil der Stadt an. Aber da werden wir gleich hingeführt. Zuerst würde ich sagen, fahre ich da mit euch nochmal durch den Abwasserkanal. Huch. Wir kommen hier auch durch zum Schrottplatz. So, fahren wir hier runter in den Abwasserkanal.
auch ein Ort, der gut in Erinnerung geblieben ist. Sehr viele Rennen gingen hier durch. Ja, und hier haben wir links und rechts eine Ausfahrt. Und wenn wir jetzt hier links fahren, kommen wir theoretisch wieder ins Industriegebiet zurück, wo wir jetzt vorhin waren. Ne? Da waren wir vorhin, wo wir mit Eddie und so gefahren sind halt. Ne? Da haben wir den Bereich. Wobei, wir haben glaube ich sogar eine andere Ausfahrt genommen, ne? Ja, aber hier, wie gesagt, hier sind diese ganzen verzwickten Wege wieder alle. Tankstelle. Ja, und jetzt können wir eigentlich hier oben lang fahren. Ist im Grunde dasselbe. Dann hätten wir den rechten Weg unten aus dem Kanal genommen. Dann kommen wir hier oben raus. Kennen sich ja auch noch viele die Stelle. Jetzt mal immer durchgeballert, dann gerne so und bla bla bla. Aber da vorne hatten wir auch Seitenstraßen. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Denn hier haben wir so einen kleinen Hafen. Ist euch wahrscheinlich damals nicht so wirklich aufgefallen. Ja, da stehen ein paar Boote hier. Hier ist aber dann wieder gar nichts. Ja, einfach so ein kleiner Hafen. Und hier drüben ist auch nichts Besonderes. Das sind halt nur die Hochhäuser. Das sind auch alles nur mehr oder weniger Texturen. Ne, keine festen Objekte. Ist halt alles nicht so fertig geworden. Ja, wenn wir hier langfahren, kommen wir halt in den großen Teil der Stadt. Mehr oder weniger. Hier haben wir auch überall Seitenstraßen, aber wie gesagt, die sehen alle ungefähr gleich aus. Ne, halt unfertig. So, hier wird es halt wirklich ein bisschen wild, weil hier gibt es viele Abbiegungen und so weiter, die alle eine Verbindung haben. So, hier haben wir auch wieder Seitenstraßen, gleiches Spiel wie immer. Alles nicht fertiggestellt. Huch. War das damals auch immer geschafft, so bam, gegen die Bäume zu fahren. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel so eine Kreuzung. Geht's nach rechts, geht's nach links. Fahren wir jetzt mal rechts lang hier. Und da kommen wir dann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja genau, hier rechts ist wieder diese Baustelle, wo wir vorhin waren. So, wenn wir jetzt hier lang fahren, also hier zum Beispiel ist auch nichts, das hört einfach auf. Ich kann ja einmal reinfahren. Ne? Ist halt auch nicht fertig geworden, da ist nichts mehr passiert. Und hier rechts geht's zu dem anderen Unterführung. Gleich zeige ich euch mal hier, wie gesagt, oh, hier ist auch nichts. Ja, die meisten seichten Straßen sehen halt so aus. Hätte man natürlich alles mit den Gebieten, wo wir vorhin waren, dann verbinden können, aber ist halt nicht fertig geworden. Ja, hier haben wir die Grand Station, den Busbahnhof. Wenn wir hier links fahren, stehen da sogar Busse, aber wir können durchfahren. Was aber ganz lustig ist, wenn ihr drauf schaut, Black Box Express Line. Aber die Entwickler und die anderen Busse haben Golden Horse draufstehen, das passt ja irgendwie. Blackbox war ja wirklich so das goldene Pferd für die damals. Wenn wir dann hier über die Brücke fahren, konnte man damals auch nicht lang. Ja, hier fängt quasi einfach nur so ein Park an. Aber ich bin fast immer hier entlang gefahren damals schon, statt rechts durch die, unter die Brücke lang. Ja, und hier kommen wir dann wieder raus. Weiß ich gar nicht, habe ich euch das gerade schon gezeigt. Diesen Tunnel, den kennen auch einige, da vorne hat auch oft ein Rennen angefahren, weil hier rechts ist dann schon wieder die Neonstraße. Wenn wir hier weiter langfahren, hier ist ja der Startpunkt, wo wir vorhin waren. Ne? Wenn wir da weiter durchfahren, kommt da hinten dann die Neonstraße. Peng, peng. Ja, und hier haben wir zum Beispiel so eine Auffahrt. Sollte wohl mal eine Autobahn werden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann hier oben so eine Straße. Können wir aber nicht langfahren. Hier ist auch irgendwie eine unsichtbare Mauer wegen dem Tunnel wahrscheinlich. Auch sehr interessant. Da drüben ist ja dasselbe in grün. Und ja. Ja. Eine der ersten Strecken auch, die man fährt hier. Ja, und wenn wir jetzt... Von da sind wir gekommen. Wenn wir hier rechts fahren, fällt einem auch bestimmt direkt auf. Kommt einem auch bekannt vor. Das ist zum Beispiel mit links und rechts dieser Baustelle. Kennt man aus dem Enduro-Straßenkurs über 7 Runden ging der ja damals. Hier, wo die Bahn oben lang fährt, ist auch nichts Besonderes. Ne? Auch nicht fertiggestellt. Und
und das, ja, hier in Enduro-Staatskurs 7 Runden. Ich war auch am überlegen, ob ich da vielleicht auch ein Video zu machen, wie ich Kurt's Killer Ride und den Enduro-Straßenkurs mal fahre. Einfach nur die beiden Rennen, weil das ziemlich mit die schwersten waren im ganzen Spiel, weil die Bots da immer komplett am Eskalieren waren. Ja, und hier haben wir den Startbereich zum Beispiel vom allerersten Rennen. Ja, wenn wir hier jetzt langfahren zum Beispiel, den Weg kennt man, den Tunnel kennt man. Normal fährt man da in Enduro-Straßenkurs die andere Richtung. Da kommen wir dann am Ende auch auf der Baustelle raus. Hier ist zum Beispiel der Flughafen, wo der Spieler dann abgeflogen ist nach Bayview. Ja, hier die Baustelle, man kennt sie. Ne? Hier ist schon geil gemacht hier. Und hier haben wir so einen Spot, wenn die Bots hier lang gefahren sind, sind sie gerne mal kleben geblieben an dieser Halfpipe. Und das war immer so die Chance, dann wieder aufzuholen oder zu überholen oder Vorsprung auszubauen. Das ist schon sehr wild. Ja, hier haben wir dann ein Krankenhaus. Aber an sich auch nichts Besonderes Wildes hier. Ja, hier kommen wir halt wieder zu der Gondel, ne, zu dieser Straßenbahn, die ich euch gezeigt habe. Also quasi wieder der Rundkurs durch an der Stelle. Aber es ist schon, man sieht halt, wie verknüpft das alles ist. Und dass das wirklich hätte eine Open World werden können damals. Echt wild. Wirklich. Also, ich hätte es gefeiert. Also, ich würde es auch heute noch feiern bei einem Remastered oder so. Weil die Stadt ist schon geil eigentlich, muss man einfach sagen. So, und wenn wir jetzt statt rechts durch den Tunnel hier links fahren, kennen die einigen auch, dann kommen wir mitten in die Stadt rein, die ganzen Wolkenkratzer und so weiter. Ne, hier diese kleine Abkürzung, wie gesagt, hier die Seitenstraßen, die sind halt auch nicht fertig geworden, ne? Hier, weiß nicht, so ein Rathaus sollte das wohl werden oder was. Hier sind wir halt mitten drin in der Stadt. Hier haben wir diesen kleinen Tunnel, dieses Parkhaus, sollte das wohl sein oder was. Aber irgendwie, wenn du guckst, ist ja auch ganz komisch gebaut hier. Ja, da sollst du noch gehen, da ist halt nur so eine Parkhaus-Textur, also wirklich sehr spartanisch, aber meine Güte. Ist halt uralt, das Game, wen juckt's. Ja, und damit sind wir eigentlich im Gröbsten schon mit der ganzen Stadt durch. Jetzt kommen wir halt hier wieder raus. Jetzt haben wir das Industriegebiet gesehen, den Hochwasserkanal, hier die Innenstadt, ne? Wie gesagt, hier sind wir wieder, da vorne ist wieder die Baustelle, den Schrottplatz, wirklich alles Mögliche. Und da sieht man einfach, wie krass verknüpft eigentlich diese ganze Map ist. Natürlich gibt es noch ein paar andere Orte, die sind aber so nicht erreichbar, die wurden extra reingeladen, zu bestimmte Dragstrecken zum Beispiel oder so weiter. Kann ich euch ja auch mal kurz zeigen, ne? Was soll's. Wenn wir das schon einmal machen, dann machen wir das richtig, aber das war jetzt erstmal so die Stadt, die im größten, ja, das größte befahrbare Stückchen eher gesagt, ne, so quasi die Hauptmap. Und ja, das sollte halt damals alles eine große City werden. Und ja, zeitbedingt leider nicht realisiert worden, aber ja, wird man höchstens in einem Remake vielleicht dann zu sehen kriegen. Schade eigentlich. So, jetzt sind wir hier nochmal kurz im Streckenauswahl. Ich dachte, ich zeige euch das mal, um euch grob zu zeigen, wo wir hier überall waren gerade zum Beispiel. Hier war zum Beispiel diese Baustelle und hier der Flughafen, den ich erwähnt hatte. Dann ging es hier in den Tunnel rein. Ja, dann waren hier diese anderen Straßen mit diesen Links-Rechts-Baustellen. Hier haben wir den Wasserkanal mit den verschiedenen Ausfahrten. Also man sieht hier schon auch diese ganzen Kennzeichnungen überall, was hier alles hätte sein können. Ja, man sieht aus verschiedenen Perspektiven alles Mögliche. Hier haben wir das Industriegebiet. Wirklich, Wasserkanal nochmal. Hier haben wir das, wo wir gegen Melissa gefahren sind. Wo wir lange sind, die sind chinesisch gehalten oder japanisch. Und hier sind halt überall diese Blöcke, die wir halt gesehen haben, die halt nicht fertiggestellt wurden, ne? Aber hier auf meiner Map, die ich damals gemacht habe, ich habe die komplette Stadt einmal eingezeichnet. Kann ich auch nochmal einblenden. Da sieht man halt ganz gut, wie das alles hätte verbunden sein können, wo man hätte überall langfahren können, wenn das fertiggestellt geworden wäre.
So, jetzt gehen wir hier nochmal auf eine Strecke, die auch nicht jeder kennt vielleicht. Und hier haben wir nämlich die Entwickler-Teststrecke. Hier wurden halt viele verschiedene Sachen getestet. Zum Beispiel die Untergründe. Hier haben wir so eine, ne, raue Straße, wie man die aus der Gasse vielleicht sogar kennt. Ne, normaler Asphalt. Hier haben wir Rampen. Da haben sie halt, wie gesagt, die Physik von den Autos so ein bisschen getestet. Okay, warum auch immer. Lol. Whatever. Wo bin ich denn jetzt hier gespawnt? Ach so, ja. Rampen, wie gesagt. Ja, hier haben wir Gras. Ne? Die haben hier halt die verschiedenen Untergründe getestet. Oder hier Metallbrücke. Und da hört man auch andere Sounds. Hat man tatsächlich im Spiel nicht so wirklich mitbekommen, dass es diesen Soundeffekt die extra gibt. Ja, und hier haben wir hier halt so eine ziemlich große Teststrecke. Haben sie wahrscheinlich einfach die Autos getestet, das Fahrverhalten und so weiter. Ob es sowas denn an Bauen gibt, ja, da gibt es wahrscheinlich riesen Flächen und so weiter, aber hier haben sie damals halt wirklich noch geguckt, wie sich das alles verhält und so weiter. Und die geht halt wirklich schon ein ganzes Stück. Ziemlich geil eigentlich. Da sieht man erstmal, ne, was im Hintergrund so passiert, was die da gemacht haben. Wie gesagt, im Spiel selbst kann man das nicht anwählen hier, das geht nur durch diese Mod. Auch der Wagen hier ist reingemoddet, den E36 gab es ursprünglich nicht in Underground. Der ist auch ein bisschen verbuggt, die Vorderachse ist irgendwie verschoben, warum auch immer. War eigentlich nicht so, aber hat sich irgendwie jetzt so rausgestellt, keine Ahnung. Einfach reingebuggt hier, was weiß ich, wahrscheinlich so lange nicht gezockt, er hat sich selbstständig zerstört, die Mod, keine Ahnung. Aber naja, noch fährt der Wagen sich ja ganz normal. Ja, haben wir hier alles Mögliche, leichte Neigung und so weiter. Also die haben hier wirklich die Autos ausführlich getestet. Wenn wir hier mal gucken. Hier haben wir so ein bisschen Wassereffekt auf der Straße. Und hier geht es runter zu einer riesigen Fläche. Ne, hier haben sie wahrscheinlich noch getestet, wie sich die Autos verhalten beim Driften und so weiter. Einfach ein bisschen Platz. Ne, und da haben wir wahrscheinlich die verschiedenen Dings, Physiken getestet, weil du hattest ja im Drift-Modus eine andere Fahrphysik als im normalen Rennen. Ja, und da haben sie das dann damit wahrscheinlich getestet. Ja, hier haben wir auch so Dings, da haben sie wahrscheinlich hier Slalom gefahren, ausprobiert, ne, wie das alles so klappt. Ja, was mit den Rampen hier abgeht, keine Ahnung. Ja, hier haben wir noch verschiedene, nochmal, ja, die verschiedenen Untergründe so ein bisschen. Auch sogar Bürgersteig und so weiter. Cobblestone. Also. Nein, wir spielen hier kein Minecraft. Hier Bürgersteig und so weiter. Also wirklich, die haben hier wirklich jeden Untergrund alles getestet, wie sich die Autos darauf verhalten. Ne, hier wieder Gras. Auf jeden Fall ziemlich interessant, wie die sich da damals hier alles zurechtgebastelt haben, um zu testen. Hier sind wir jetzt auf so einer Driftstrecke, die nicht genutzt wurde. Hier fehlt zum Beispiel die Markierung auf links. Also hier haben wir eigentlich so die ganzen Driftstrecken, die es gab. Wie gesagt, hier sind die Markierungen gerade ein bisschen buggy, weil ich hier ja eigentlich nicht reinladen dürfte. Sieht alles ein bisschen merkwürdig aus, aber ihr erkennt es wahrscheinlich. Ne? Hier haben wir halt die ganzen Drift-Events gehabt und dann wurden hier halt zusätzlich für die jeweilige Streckenkonfiguration noch mit Absperrungen wurde hier rumgefummelt und so weiter. Aber ja, die Driftstrecken und das Driften war schon ziemlich geil damals. Muss ich sagen. Ne? Ja, haben wir auch direkt die Driftphysik. Gut, der Wagen, der driftet sich jetzt nicht so geil, weil er nicht getuned ist. Das ist einer von den Bonusfahrzeugen. Aber ich denke mal, die meisten, die das gespielt haben, wissen, wo wir sind. Die erkennen das. Ja, eigentlich auch ziemlich geil, aber viel zu sehen gibt es hier halt nicht. Ne? Nur, dass man jetzt halt überall hier die ganzen Konfigurationen quasi abfahren kann. So, hier sind wir auch nochmal in einem anderen Bereich von den Driftstrecken. So ein diese Industriegebietstrecken. Ja, da erkennt man auch ganz schnell so ein bisschen die alten Strecken. Pringles-Werbung hier alles am Start. Das ist schon ziemlich geil, ne? Da haben einfach eine große Dings gebaut und daraus haben sie dann halt mehrere verschiedene Layouts gemacht. Da haben wir hier so ein riesiges Schiff. Ist schon eine geile Sache, hier einfach mal durchzufahren, das so ein bisschen zu erforschen.
Da hängen einfach Kindheitserinnerungen dran. Hier haben wir noch einen weiteren Bereich für Drift-Events. Ist auch nochmal ein bisschen anders gestaltet. Also da gibt es schon ein paar Spots hier. Da waren wirklich viele, viele, viele Konfigurationen. Ja, aber gut, da sind wir ja gerade überall durchgefahren. Ja, von den Drag-Strecken hatte ich jetzt keine direkte Strecke, wo ich frei rumfahren kann, aber man kann ja trotzdem mal so gucken, ne? Ja, hier ist ein bisschen mit Wrong Way verbuggt, keine Ahnung. Aber kann man sich mal umschauen. Ja, hier gibt's halt. Jetzt waren halt auch nochmal extra Bereiche. Die sind nicht direkt mit der Stadt verbunden. Da kamen wir jetzt vorhin, also hätten wir hier nicht hinfahren können. Jetzt hier zum Beispiel ist einfach der Highway, der hier auch mitten durch die Straße geht, durch die Stadt eher gesagt. Also man kann sich schon denken, dass das wirklich eine echt geile Map geworden wäre, wenn es halt fertig geworden wäre. Wirklich auch hier überall diese Werbung und alles. Also hier steckt wirklich eine Menge Arbeit eigentlich drin. Und hier haben wir diese Bowlingkegel da und alles. Also und Café, also man kann sich grob vorstellen, hier sind wahrscheinlich diese Neonstraße drunter gewesen, ursprünglich. Und da hinten rechts erkennen wir auch eine riesen Brücke. Hier das Stadion, also wirklich auch das hauptbläuliche Gebäude da, das erkennt man jetzt wieder. Das war schon alles ziemlich gut gemacht hier. Das wäre wirklich, wie gesagt, eine ganz wilde Map geworden, wenn sie denn fertig geworden wäre, aber um das alles optimal zusammenzustellen und so weiter, das fertig zu machen, da hat einfach die Zeit wahrscheinlich gefehlt, ne? Ja, und das war es dann im Grunde auch mit unserer kleinen Tour durch die Stadt, die wir niemals erkunden durften. Olympic City. Ja, ob wir sie jemals noch im fertigen Zustand erleben werden, weiß ich nicht. Ob man da vielleicht mit Mods was machen kann, aber man muss halt theoretisch man die ganze Stadt bauen und fertig machen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr viel Arbeit und da fehlen auch irgendwo die Ressourcen wahrscheinlich. Du musst ja irgendwie in den Editor rein und alles. Ich meine, es ist wahrscheinlich möglich, aber ob es sich noch lohnt heutzutage, wie gesagt, ein Remake oder so, klar, da müssten die Entwickler das fertigstellen. Für die ist ja auch nicht das Problem. Es wäre auf jeden Fall geil. Die Stadt macht einfach Laune zu erkunden, war jetzt einfach wieder ein Highlight für mich. So, und ich dachte, ja komm, machen wir mal ein Video, zeigen wir den Leuten mal die Stadt, wie sie vielleicht noch nie gesehen haben, ne, wo sie ihre Kindheit vielleicht teilweise verbracht haben, Underground. Gut, wir hatten nur ein Jahr Underground, danach kam schon Underground 2, aber ich dachte, das hat man trotzdem wieder mal gespielt, ne, das war halt ein geiles Spiel, ist immer auch ein geiles Spiel und ja, jetzt habt ihr das mal gesehen, so ist die Stadt verbunden an vielen Ecken und ja, ich frage mich echt, wie das wohl gewesen wäre, wäre Underground 1 wie Underground 2 schon gewesen. Wäre bestimmt eine geile Sache, aber ja, ist halt nicht passiert. Der Zeitdruck war zu groß, dafür haben wir halt im Underground 2 bekommen, diese ganzen Features. Ja, dann war es das an der Stelle wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt, um den Kanal zu unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.